Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 16. Oktober. Wie immer stehen Nachrichten aus Solingen und speziell die aus dem Bezirk Höchscheid. Die sind besonders wichtig. Das ist der Bezirk hier im Vordergrund. Ja, Titelbild ist von wegen Altbacken das tägliche Brot. Das Bild hier. Titelgeschichte, Zahl der Berufspendler in NRW klettert auf Rekordhöhe. Dann ist mal wieder eine Shell-Studie rausgegeben worden. Jugend legt viel Wert auf Umweltschutz. Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut kommt. Immer wieder Regen, passt zum Wetter, das diese Woche stattgefunden hat. Ja, und jetzt gucke ich mal eben auf. Nachrichten aus Solingen, Akzent der Prüfsupermarkt, Standort in Gräfrath ist uninteressant, Standortsuche für BRC Arena ist auch uninteressant, Ex-Torjäger muss das Laufen wieder lernen. Nichts aus Höschert dabei, finde ich nicht gut. So, Blick auf die Karikatur. Ah, das greift was vom Titel auf. Das ist sehr gut. Es geht in den Boden, es wird unterirdisch. Ausschuss PKM-Baut, Sie haben sich verfahren, bitte aussteigen. CSU ist eine von den besseren Karikaturen, so kenne ich die auch noch nicht. Das ist mal ein Lichtblick hier in der Zeitung. Sehr schön. Direkt im Kommentar neben der Karikatur. Sehr schön auch der Name im Kommentar Hagen Strauß. Es geht um die CSU. Der Name Strauß taucht da wieder auf. Es ist bestimmt nicht, ist ein Pseudonym für den Redakteur. Scheuers Mautdebakel ist kein politischer Kleinkram. Es ist ein Lichtblick, was die Zeitung hier angeht. Und dann Europa schaut zu. Da geht es wieder um den US-Präsidenten. Ehrlich gesagt, das Gesicht darunter passt zu dem vom US-Präsidenten. Und ansonsten haben wir hier auch wieder einen zurechtgemachten US-Politiker. Wieder einen Demokraten Joe Biden. Er sieht auch sehr künstlich aus. Ich weiß nicht, warum Amerikaner immer sowas wählen. So pendelt die Region. Es wird der Titel wieder aufgegriffen. Solingen, Auspendler, Einpendler, es fahren mehr aus Solingen raus, als nach Solingen reinfahren, steht hier. Naja. Von der Sparkasse.
DDR-Interview. Dann gibt es hier grüßende Türken. Wahrscheinlich sind das alles auch türkische Militärangehörige, die das beim Fußball machen. Naja, ich muss es machen. So, aus dem Bezirk Höschardt ist hier nichts dabei. Akzent der Prüfstandort in Gräfrath, ja, wo der ist, ist auch hinlänglich bekannt, ist relativ weit raus. Die 83 fährt da vorbei. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist, so eine super mal eine Haltestelle. Man sieht aber die Busoberleitung. BRC Spielstätte, wo ich kein Mensch weiß, warum die eine Spielstätte brauchen. Es ist eine absolute Unverschämtheit. Dann geht es um die Wäscherei vom Klinikum. Es interessiert auch keinen Schwein. Weniger Förderung für Inklusion vom LVR, von mir aus. B229 ist am Wochenende gesperrt. City-Ausstellung startet am Donnerstag später. BRC Arena ist weiter unklar. Nee. Und auf der Beethovenstraße ist ein markantes Eckhaus abgerissen worden, da wo nie ein stand. Und spätestens an der Stelle merkt man wieder, warum die Zeitung hier diese Scheiße ist. Ich kann das mal zeigen. Wir haben hier einen an der Klatsche im Blatt. So. Hier haben wir ein paar Spende, 30 Liegen für Freibad Itatal. Ein schönes Foto, weil ich zum ersten Mal Leute wiedererkenne in der Zeitung. Hier sind 4 Leute drauf und ich erkenne sie alle 4 wieder. Es geht um das Freibad Itatal. Das ist auch ein Lichtblick. So, Dirigenten erobert Regentinnen erobern Konzertsaal. Da geht es um Romeli Fund. Ja, die war mal in Solingen relativ bekannt, weil die nicht nur CDs nachgespielt hat, sondern auch versucht hat, teilweise selber Musik zu gestalten aus den Noten heraus, was leider Gottes in so Orchestern was Besonderes ist. Und Beethoven hat sie die Aufnahmen von Philips genommen und die nachgespielt. Die sind relativ wenig bekannt und werden wenig oft als Vorlage zur Orchesterform genommen. So, ist hier noch irgendwas dabei? Zum Brückenfest eine Lok, der Rheingoldzug war auch schon öfter da. Neugierig auch Ausbildung im Verlag. Da erkenne ich auch keinen auf dem Bild wieder. Ich wohne seit über 35 Jahren hier in der Stadt. Und den Lokalchef Stefan Prinz habe ich hier auch noch nie auf der Straße gesehen. Ich erkenne ihn außerdem nicht. Der ist nur im Profil zu sehen. Das ist doch schon ein scheiß Foto. Ja, naja. Wie gesagt, es gibt einzelne kleine Lichtblicke in der Zeitung. Ausnahmsweise mal so. Tschüss, das reicht für das Solinger Tageblatt vom Mittwoch, dem 16. Oktober 2019.